entlang einem der schönsten Seen Oberitaliens. Durch eine bezaubernde Weingegend. Und ein kurzer Blick in die zweitgrößte Stadt der Lombardei. Molto bel paese. Und viele Züge. Ausgangspunkt unserer Eisenbahnreise ins Unbekannte, Brescia. Iseobahn, genauer die Strecke Brescia-Iseo-Edolo, ist Teil einer in Norditalien bedeutenden Privatbahn mit Sitz in Mailand, wie uns einer ihrer Manager erzählt. Die Eisenbahngesellschaft Trenord betreibt den Zugverkehr in der Lombardei, der verkehrsreichsten Region des Landes. Auf sie entfallen rund 35% aller Fahrten in Italien. Wir befinden uns hier zwischen Brescia, dem Gardasee und im Westen Bergamo und Mailand. Diese Strecke beginnt in Brescia, der wichtigsten Stadt, und führt entlang des gesamten Iseo-Sees bis nach Edolo. Die 1909 eröffnete Strecke fristet ein Aschenputtel-Dasein. Zu Unrecht. Denn die Bahnlinie bietet viel für Eisenbahnfans wie für Italienfans gleichermaßen. Gut 100 Kilometer im Stundentakt. Die Iseobahn ist eine Regionalbahn, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie erschließt die Region und bietet den Einheimischen Arbeit. Stefano ist mit seinem Job sehr zufrieden. Es hat mir viel Genugtuung verschafft und ist zum Mittelpunkt meines Lebens geworden. Vielleicht liegt es an der Organisation der Schichtdienste und an der Dynamik des Arbeitsalltags. Aber dieser Job ist im Grunde auch zu einer Lebenshaltung geworden. Die Strecke führt weiter durch eines der bedeutendsten Weinanbaugebiete Italiens, der Franciacorta. Weinreben über Weinreben säumen die Bahnlinie. Unser Lokführer hat hier seinen Traumjob gefunden. Ich bin mit einer Leidenschaft für Fahrzeuge geboren worden und hatte schon als Kind eine unbändige Leidenschaft für Züge. Mit etwa 7 Jahren habe ich angefangen, Fachzeitschriften zu lesen und sie seitdem nicht mehr aus der Hand gelegt. Ich lese sie jetzt alle und informiere mich so gut ich kann über neue Technologien und neue Veränderungen in meiner Arbeit. In Iseo befindet sich die Werkstatt von Trenord. Mit einer seltenen Segmentdrehscheibe in Form eines Halbkreises. Hier werden alle Fahrzeuge der Iseobahn gewartet. Wir befinden uns in der Werkstatt von Trenord in Iseo, wo die erste und zweite Instandhaltungsstufe der Fahrzeuge durchgeführt wird. Auch die der Fahrzeuge von Lecco. In dieser Werkstatt haben wir 8 668er von Fiat. Wir sind spezialisiert auf die Überholung von Drehgestellen und allem, was dazugehört. Druckluft, Bremszylinder, Ventile, Druckluftrockner, Kompressoren.
Die technische Gegenwart der Instandhaltung wird auch noch in ein paar Jahren existieren, wenn hier ab 2024 die Zukunft in Form neuer Wasserstoffzüge Einzug hält. Doch auch auf die Vergangenheit ist man in Iseo stolz. Momentan wird dieses mehr als 40 Jahre alte Fahrzeug restauriert. Ein Fahrzeug mit einer besonderen Geschichte. Wir befinden uns hier im ersten 668er, der auf dieser Linie in Betrieb ging. Es handelt sich um das Modell 668-121 aus dem Jahr 1979. Trenord und die Region Lombardei haben uns gebeten, dieses Fahrzeug so zu restaurieren, wie es einst war. Die gesamte Innenausstattung, alle Bezüge und Strukturen wurden erneuert. Wir stellen auch die ursprünglichen Farben der Sitze und Rückenlehnen wieder her. Iseo, direkt am See. Die Numero Uno am Lago di Iseo, dem Iseosee. Im Frühjahr geht es hier noch beschaulich zu. Die nächsten Kilometer verläuft die Strecke am Ostufer des Iseosees. In Velo gibt es eines der bekanntesten Bahnmotive, den Eisenbahntunnel unter der Kirche Santa Eufemia. Direkt danach der spannendste Abschnitt der Iseobahn. Die beiden längsten Tunnel, die Galleria San Gregorio und die Galleria Santa Barbara, mit zusammen fast einem Kilometer Länge. Neben der Bahn verläuft hier nur ein Radweg. Pisonie, am nordöstlichen Ende des Iseosees. Hier beginnt das Val Camonica, ein für seine Eisenindustrie bekanntes Tal. Die historische Strecke wurde Ende des 19. Jahrhunderts für den Güterverkehr gebaut, denn hier gab es Eisen. Bis heute hat sie sich zu einer reinen Strecke für den Personenverkehr entwickelt. Der Orlio. Der Fluss ist ständiger Wegbegleiter der Iseobahn im Val Camonica. Und die Blicke auf die Südalpen. Hier wird das Val Camonica zu einem Gebirgstal mit allen seinen Unwägbarkeiten, wie wir von unserem Lokführer erfahren. Leider müssen wir zurzeit in Cedegolo stoppen, etwa 15 Kilometer vorher, weil ein Erdrutsch den Gleiskörper beschädigt und somit die Weiterfahrt unmöglich gemacht hat. Schade, dann erreichen wir Edolo, den Endbahnhof, heute nicht mehr. Egal, die Fahrt mit der Iseobahn hat uns gezeigt, Italien ist wirklich ein bel paese. Ein schönes Land. Ciao e arrivederci.